unfassbare Szenen. Hier leidet der Fußball in ganz Deutschland. Das, was hier passiert, das ist nicht in Ordnung. Was für ein beschissenes, ich darf es einmal so deutlich sagen, was für ein blödes Ende hier eines Fußballspiels. Das sind keine Fans, das sind Straftäter, so müssen sie auch behandelt werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass uns diese Idioten nicht den Fußball kaputt machen. Unfassbare Szenen. Und wir wissen alle nicht, was jetzt hier eigentlich überhaupt passiert. Wie soll man jetzt diese Fans alle vom Rasen kriegen? Solche Szenen sollen raus aus dem Stadion, aus den Fernsehbildern und der Berichterstattung. Und die Verursacher auch. Chaoten, Kriminelle, Ultras. Doch sie sind die treuesten Fans. Ein neues Sicherheitskonzept soll nun friedliche Fans und Gewalttäter trennen. Aber das ärgert sogar die Normalos unter den Fans. Marvin ist 24 und seit seinem 7. Lebensjahr Fußballfan von Union Berlin. Wo ist denn der Stand? Hier noch der von Beachball. Marvin ist bekennender Ultra. Er ist einer dieser Fußballfans, den die Polizei als Gewalttäter einstuft. Warum? Das wird der Film zeigen und das, was Marvin und andere Fußballfans bewegt. Hier werben sie um Mitglieder für ihre Ultragruppe, das Wohle-Syndikat. Mit den Beiträgen finanzieren sie ihre Aktivitäten. Wir machen damals Rechtsveranstaltungen beispielsweise. Ultra-Team haben wir gemacht, dann hatten wir Graffiti-Workshops für so eine Sache und einen Choreo-Workshop, wie man das einfach macht. Also einfach den Leuten das erklärt, wie das so abläuft. Dann geplant ist jetzt auch eine Stadionbesichtigung, dann wollen wir noch machen. Jetzt aktuelle Planung ist auch diese wirklich ein großer Szene-Cup, wo halt wirklich dann auch hier auf den Sportplätzen. Vier Felder haben wir da zur Verfügung, eben dann ein Fußballturnier ausgetragen wird. Im Februar 2013 findet ein Ligaspiel des 1. FC Köln gegen Union Berlin statt. Marvin ist mit den Ultras vom Wuhle-Syndikat wie bei jedem Auswärtsspiel dabei. Doch vor diesem Spiel gibt es Ärger. Ja, aus meiner Sicht gab es einfach einen Stau, 13 Minuten vor Anpfiff. Da das Stadion halt in Sichtweite war, hat sich halt die ganze Gruppe eben im schnellsten Weg eben in Richtung Stadion bewegt. Als wir auf diesem Vorplatz waren, gab es sozusagen Sichtkontakt zwischen Kölner Fans und Unioner Fans. Und ich habe die Situation nur insofern mitgekriegt, als dass die Gruppe sich dann auf dem Vorplatz etwas weiter verteilt hat. Aber der Großteil eigentlich schon ganz klar bei den Materialien geblieben ist. Also wir hatten Zaunfahnen und zwei Trommeln dabei. Schlussendlich konnte ich nicht mehr die wirklichen körperlichen Auseinandersetzungen sehen, weil ich eben auf eine heraneilende Polizistin eigentlich einwirken wollte, von wegen hier ganz ruhig, und dann Pfefferspray im Gesicht hatte und nichts mehr sehen konnte. Und ich habe dann eben, als ich mich Richtung Boden eigentlich bewegt habe, eben nochmal Pfefferspray ins Gesicht gekriegt und konnte dann erst wieder etwas sehen, als wir im Polizeikessel waren. Und mehr ist quasi auch für mich nicht passiert. Also ich kenne halt auch dieses Video, was im Internet rumgeistert, wo es eben schon 8 bis 10 Leute gibt, die da eben eine Konfrontation wahrscheinlich suchen von beiden Seiten. Aber die Strafe jetzt schlussendlich, dass alle Erwartungen, dass es mich erwartet, vielleicht da eben eine Konsequenz daraus entsteht für mich, sorgt halt bei mir für absolutes Unverständnis. Union Berlin und St. Pauli sind die einzigen Vereine, die das Sicherheitspapier der DFL, das neue Regeln für die Fans im Stadion vorschreibt, nicht unterschrieben haben. Aus gutem Grund, sagen Lars, der Fanbeauftragte von Union Berlin, und Jakob, der Leiter der Fanabteilung. Da kann man ja eigentlich fast von Sippenhaft reden. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt nicht zu zweit hier, sondern zu 100. Und Lars macht irgendwas Böse. Keine Ahnung, was. Schmeißt eine Flasche. Flasche. Genau. Und ich bin in derselben Gruppe von 100 Leuten. Rings um uns rum ist eine Gruppe von Polizisten, die haben das gesehen, kesseln uns ein. Aus dem Kessel werde ich jetzt nicht rauskommen, das ist ja ganz klar. Also wenn ich da hingehe und sage, ich habe aber nichts gemacht, dann sagt der Polizist, das ist ja sehr schön. Ja? Aber wir gucken jetzt erstmal. Dann werden erkennungsdienstliche Maßnahmen vorgenommen. Wird nicht ganz klar sein, wer von uns behindert nur war oder wer von den 100 das war, weil Lars ist nicht zu sehen.
Und ich werde mich auch nicht melden. Er wird sich nicht melden. Und dann mitgehangen, mitgefangen. Dann vielleicht kam die dann auf die Idee, dass die Gruppe unfriedlich gehandelt hat. Dann kommt vielleicht die Staatsanwaltschaft auf die Idee, uns Landfriedensbruch vorzuwerfen. Und dann bin ich mit dabei, nur weil ich in derselben Gruppe von Menschen war. Und stellen wir uns mal vor, dass das irgendwie was mit meinem Beruf zu tun hat. Einfach nur, weil ich beim Fußballspiel war und weil Lars eine Flasche geworfen hat. Problematisch, sehr problematisch. Und schwierig für die Polizei in Köln, die schon vor dem Spiel auf Personen hingewiesen wird. Von anderen szenekundigen Beamten. Und in dem Fall hat man uns klar gesagt, diese Gruppe oder diese Gruppierung, die damals in dem besagten Bus war, der verlassen worden war, wo man dann in den Kölner Süden, also in die Südtribüne, Richtung Südtribüne gelaufen ist, dass es sich dabei um eine Vielzahl von bekannten Gewalttätern Sport handelt und eine Ultragruppierung, denen Gewalt nicht fremd ist. Wer also einmal aufgefallen ist und dessen Personalien aufgenommen wurden, bleibt immer Täter? Die Bilder, die ich gesehen habe und die auch dem Verfahren zugrunde liegen, die sagen was anderes aus. Und die sagen also aus, dass die gesamte Gruppe gelaufen ist in dem Bereich in der Kölner Südtribüne. Und insofern wir die entsprechend in Gewahrsam genommen haben. Aber alles Weitere wird halt das Verfahren, das anhängig ist bei der Staatsanwaltschaft Köln, zeigen. Aus diesem Kessel sind Marvin und der Rest der Gruppe nicht mehr herausgekommen. Sie wurden von da direkt in die Busse gesetzt und nach Berlin zurückgeschickt. Es kann sein, dass Teile von denen wegen besonders schwerem Fall des Landfriedensbruchs angezeigt worden sind. Das kann sein. Aber auch da gehen wir eigentlich differenziert vor, dass wir versuchen zu analysieren, was kann wem zugeordnet werden. Das kann auch nicht anders sein, weil wir müssen jedem eine konkrete Straftat zuordnen. Nicht nur, dass ich fälschlicherweise angegriffen werde, nicht nur, dass wir dann eben gekesselt werden und zu spät zum Spiel kommen, sondern dass ich dann eben auch noch quasi in Gewahrsam genommen wurde und mich da eben auch quasi meiner Rechte immer weiter beraubt sah. Warum sollen dann alle bestraft werden, nur weil sie die Einzelnen nicht herausfinden? Also da, auch wenn ich in dieser Gruppe gewesen wäre, ich würde da überhaupt kein Verständnis für aufbringen und ich würde auch langsam anfangen, daran zu zweifeln, ob das überhaupt noch rechtsstaatlich ist, was hier gerade passiert. Ich weiß, dass es einen Problemfall gab bei diesem Spiel. Ich war auch selber im Stadion bei dem Spiel. Habe das jetzt in der Tiefe nicht mitbekommen. Aber am Ende finde ich schon, dass wenn jemand zu Unrecht am Pranger steht, ja, dann wird das am Ende auch entsprechend bewertet und auch von Gerichtsseite festgestellt. Darauf sollten wir einfach mal vertrauen, dass in unserem Rechtsstaat da schon hier keine Willkür und wir nicht in der Bananenrepublik sind. Der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, Andreas Rettig, verweist auf die Gerichte. Das sieht die Arbeitsgemeinschaft der Fananwälte anders. René Lau verdient sein Geld vorwiegend mit der Verteidigung von Fans. Man kann sich im Nachhinein natürlich noch schon dagegen wehren. Man kann dann, wie gesagt, gegen die Polizeibehörde klagen, die veranlasst hat, dass es eingetragen wird auf Löschung. Das ist dann ein rechtsstaatliches, verwaltungsgerichtliches Verfahren. Aber es dauert lange und selbst wenn man nach vielen Jahren diese Verfahren gewonnen hat, bringt einen das die Nachteile rein emotional, die man dann erlitten hat, ja auch nicht zurück. Ja, wir haben nämlich einen in weißer Jacke, den weißen Pulli, den nehmen wir jetzt aus dem Block mit runter. Also es gibt eine Zunahme der Gewalttätigkeit, die gibt es schon. Also das heißt, die Grenzen werden teilweise überschritten. Das heißt, es werden Leute zusammengetreten. Und das sind eigentlich Erscheinungsformen, denen man absolut entgegenwirken muss. Der Großteil der aktiven Fans gilt eher als friedlich. Die Kölner dagegen sind in der Saison mehrfach aufgefallen. Gerade die zweite Liga ist für die Polizei sehr gewaltbereit. So spricht sie auch oft vom Pulverfass zweite Liga. Dann folgten unschöne Szenen, wieder überschritten ein paar unbelehrbare Chaoten alle Grenzen. Über den aktuellen Stand, was außerhalb des Stadions passiert, wird bei der Einsatzbesprechung der Polizei vor dem Spiel und in der Halbzeit informiert. Die Einsatzzentrale der Kölner Polizei im Stadion. Dank neuer Kameras kann man die Fans von hier aus genau beobachten und Täter besser identifizieren. Hat es im Vorfeld des Spiels eine Auseinandersetzung in der Kölner Innenstadt gegeben? Beteiligt waren eine Ultragruppierung aus München und eine Hooligan-Gruppierung aus Köln. Mittlerweile haben wir ca. 30 in Gewahrsamnahmen. Ich denke, war eine rundherum gelungene Aktion, dass es noch gelungen ist, so viele Leute überhaupt in Gewahrsam zu nehmen. Ich glaube, insofern ist die Luft auch so ein bisschen aus dem Einsatz raus. Es gibt eine Hysterie.
Das ist ohne Zweifel so, das ist die mediale Aufmerksamkeit. Und ich meine, dass vielleicht die Öffentlichkeit auch, was Fußballfans angeht, mal mehr darüber berichten sollte, was sich wirklich hinter Fankultur verbirgt. Darüber wird ja kaum berichtet. Die Ultras und aktiven Fans von Union Berlin veranstalten jedes Jahr ein Sandplatzturnier. Ihre Mannschaften heißen Olle Oma. Rasenkrieger! Ansonsten ist es sehr schön, dass ihr trotz des Wetters hergefunden habt heute. Hier sind Regenkrebse, welche braucht. Bea ist eine der Organisatorinnen dieses Turniers, das sie seit 2009 veranstalten. Fragen, Anmerkungen? Sind heiß! Na du? Pünktlich sein! Viel Spaß! Es geht nicht nur um Spaß, sondern sie sammeln auch für soziale Projekte. Wir dritteln das Geld. Ein Teil geht ans Nachwuchsleistungszentrum vom 1. FC Union Berlin. Ein Teil geht in die Soli-Kasse der Szene, also die verwaltet das Rudelsyndikat. Und ein Teil, da suchen wir uns jedes Jahr ein soziales Projekt aus. Wir haben schon mal in einem Kindergarten gespendet. Dann haben wir einen Teil mal gespendet, um den Jugendclub zu erhalten. Und dieses Jahr wollen wir eben spenden an ein ambulantes Sterbehospiz. Die arbeiten mit 80 Ehrenamtlichen und teilweise mehr. Für die ist es A, Werbung und einfach auch, um da ein bisschen Geld zu sammeln, damit die mit ihren Ehrenamtlichen auch mal was machen können. Die Funktionäre von Union kennen ihre Fans gut. Und so ist es selbstverständlich, dass sie auch sonst vorbeischauen. Auch hier sind die Folgen des Kölner Spiels noch immer Gesprächsstoff. Ich glaube, es ist so, dass es momentan ist, sich die viele Fans zu sehr oft auf Konfrontation mit der Polizei und mit der gegnerischen Mannschaft, mit den Ordnungskräften gehen, was gar nicht sein müsste. Wenn im Vorfeld bestimmte Sachen abgeklärt sind und man nicht im Vorfeld schon kriminalisiert wird, dann würden ganz viele Probleme schon im Vorfeld würden überhaupt nicht existieren. Und dann wäre es wahrscheinlich auch ein viel entspannterer Spieltag. Aber wenn man sofort am Bahnhof ankommt oder wirklich an der Autobahnabfahrt abgefangen wird, weil man eben das falsche Kennzeichen hat und sofort, Sie müssen da lang und Sie werden erstmal kontrolliert und Personalien abgeben, das schafft schon so eine Grundaggressivität auf beiden Seiten. Auch Ultras werden erwachsen, ruhiger und bekommen Kinder. Marvin beschäftigt sich öfters mit der Frage, wie das Verhalten der Ultras auf andere Fans wirken kann. Klar, wenn man mit den Kindern ins Stadion geht, soll man schon sicher sein im Stadion, also die Kinder zu dem. Aber Fußball soll immer noch Fußball bleiben, es soll nicht politisiert werden in dem Sinne. Und sagen wir, diese ganze Geschichte Nacktscanner ist ja mehr ein Politikum momentan. Wie geht ihr mit euren Kindern um, Entführung? Ha, wie gehen wir damit um? Eigentlich schwere Frage. Schwere Frage, ja. Also ich bringe sie erstmal ein bisschen sicher, dass sie nicht direkt daneben stehen. Aber sie wissen, dass es zum Fußball dazugehört. Ja, beste Beispiel Ortsderby. Ja, ne? Man weiß, dass es in manchen Situationen gefährlich sein kann, aber wie gesagt, es gehört zum Fußball dazu. Und auch hier wird gezündelt. Das ist heute Ihr Platz, da müssen Sie nicht mit Konsequenzen rechnen. Keine Bestrafung und kein Eintrag in die Datei Gewalttäter Sport. Denn dort landet der, dessen Daten von der Polizei einmal aufgenommen wurden. Während sie draußen noch um den Sieg spielen, wird innen schon mal gefeiert und das Leben ist Fußball. Das Champions League Endspiel zwischen Bayern und Dortmund geschaut. Krischi gehört zu den Fans von Hannover 96, solange er denken kann. 2004 gründet er mit anderen die Rote Kurve, den Dachverband der Fans von Hannover 96. Über 5000 Mitglieder, darunter 300 Ultras. Lange haben sie mit dem Verein gestritten und dann auf dem Stadiongelände ein Zuhause bekommen. Ja, ist so ein kleines Containerdorf hier. Den Rote Kurve-Container hier, den hast du gerade gesehen, geradeaus durch. Ganz klare Ansage, das ist der Container der Ultras. Links ist dann noch quasi das Lager von der Brigade Nord. Leider können die Ultras den Container ja zurzeit nicht benutzen. Aufgrund noch der Strafe vom Spiel gegen Dresden, wo Pyro gezündet worden ist.
Ja, und auf der Seite hast du dann den Container vom Fanprojekt Hannover. Bildet dann quasi so den Abschluss hier im Zwinger-Club. Ja, und eigentlich ist das hier noch so ein kleines Biotop. Doch das Biotop ist gefährdet. Die Stimmung zwischen aktiven Fans und Verein ist auf den Tiefpunkt angekommen. Ja, der Verein hat uns ja dann auch gerade in Bezug auf die Pyro-Debatte immer wieder damit auch gedroht, uns finanziell dafür in die Verantwortung zu nehmen, dass wir quasi für die Strafzahlung des DFBs aufkommen. Das ist halt Wahnsinn. Ich denke, wenn wir unsere Mitglieder anweisen, es zu hinterlassen, haben wir eigentlich schon im Bereich des Möglichen alles getan. Weil man darf nicht vergessen, wir sind nicht der Sicherheitsdienst hier im Stadion. Wir sind nicht die Polizei Hannover und wir sind ja auch nicht der Veranstalter. Allein die Vermischung Pyro und Gewalt. Also ich jetzt als Vertreter der Roten Kurve habe das schon 100.000 Mal gesagt und kann es eigentlich schon fast gar nicht mehr sagen, weil mich dieses Thema so explizit nervt mittlerweile. Aber wie oft mussten wir Titelseiten uns von irgendwelchen Tageszeitungen anschauen, wo du eigentlich nur Bengalos gesehen hast und darunter stand riesengroß Randale. Und was verkörpern Randale? Also da denke ich an handgreifliche Auseinandersetzungen. Da denke ich an Gewalt. Da denke ich an Verletzte. Und dann siehst du Bilder von irgendwelchen Spieltagen, wo du teilweise auch selbst dabei warst. Es war ein super friedliches Spiel. Und es wurde letztlich dann während des Spiels oder am Ende des Spiels von einigen Fans Bengalos gezündet. Und es ist weiter nichts passiert. Und das liefert natürlich dann eben halt auch denjenigen, die ein Sicherheitspapier erstellen, die Grundlage. Der Fanladen der Roten Kurve von Hannover 96. Weil die einen Feuerwerk zünden, hat das auch hier Folgen. Wenn ihr Leute davon kennt, die da zündeln im Stadion, setzt ihr euch mit denen auseinander oder redet ihr mit denen? Wie geht ihr damit um? Also ich kenne keine Leute persönlich, oder ich kenne die Leute nicht persönlich, die zündeln. Das weiß ich nicht, weil die vermummen sich ja auch. Von daher, klar, nach dem Dresden-Spiel gab es halt vom ersten und zweiten Vorsitzenden an die Ultras halt die Ansage, das war scheiße. Aber dass wir jetzt da irgendwie mit den Leuten, die eine Fackel in der Hand hatten, denen da irgendwie eine Ansage gemacht haben oder wissen würden, wer es ist, das ist nicht der Fall. Können wir nochmal mit Zeitungspapier einschlagen. Ach, das ist eigentlich, es geht irgendwie um einen kleinen Teil von den Fans, ne? Stichwort Pyro. Ich persönlich habe da nicht unbedingt was gegen. Ne? Vielleicht wäre es gut, wenn das irgendwie kontrolliert ablaufen könnte. Hannover 96 fährt einen harten Kurs. Die beiden Gründungsmitglieder der Roten Kurve, Stevie und Dressi, betreiben den Fanladen seit 7 Jahren. Doch jetzt ist alles vorbei. Wie ist die Stimmungslage bei euch beiden jetzt? Ja, relativ komisch, würde ich sagen. Also, auf einer Seite war natürlich traurig. Das war jetzt Mitte Mai den Laden schließen. Auf der anderen Seite ging halt nicht mehr unter den Umständen. Ich hatte einige Folgen. Also einmal gibt es ja diesen Maßnahmenkatalog. Und da zum Beispiel stand drin, dass diverse Kartenkontingente gestrichen werden. Dass halt auch der Rot-Kurve-Block in Frage gestellt wird. Und da stand auch drin, als letzter Punkt, war die Schließung des Fanladens. Ja, wenn man das so liest, dann ist das schon so ein starkes Stück, weil mit uns als Fanladenbetreiber hat ja auch keiner gesprochen. Das ist dann ja auch das Nächste, was einen ein bisschen ankotzt. Dann ist das Thema Fanladen Hannover Geschichte. Ausverkauf. Sonst in Ecke ist auch noch ein Spiegel. Und einer der letzten Kunden. Jo, danke schön. Was sagen Sie denn zur Schließung des Fanladens? Geht gar nicht. Schlimm. Gibt es konkrete Sachen, die Sie darin schlimm finden? Ja, schlimm finde ich insgesamt zum einen, dass man meint, jetzt seitens des DFB die Sache politisch machen zu müssen. Ist ein Politikum geworden. Und schlimmer ist halt hier in Hannover passiert, dass man versucht, hier die rote Kurve der Verantwortung zu nehmen. Ne? Auf das Abziel ist letztendlich klar. Ne? Nämlich, ja, nach dem Motto, Fankultur ist nicht mehr gewünscht und man sucht so quasi den, wie soll man so schön sagen, den Musterzuschauer. Ne? Und solange der Sport ja voll da ist, kann das vielleicht auch funktionieren. Aber wenn man wieder
ja, gegen den Abstieg spielt, dann stellt sich die Frage, wer ist dann noch da, wenn man die aktiven Fans vergrault hat. Die Schließung des Ladens als Maßnahme gegen Gewalttäter? Oder nur eine willkommene Reaktion des Vereins und der Deutschen Fußballliga, die ihre Fanartikel und Fans lieber selbst vermarkten will? Die Vereine kassieren Millionen. 96-Präsident Martin Kind redet nicht mit der Roten Kurve und mit den Fanladenbetreibern, sondern über sie. Ich weiß ja nicht, wer die Berater von Herrn Kind sind oder von unserer Clubführung. Aber ich hätte jetzt als Präsident nicht gesagt, meine Fans sind Arschlöcher. Das war ja das Beispiel bei Schmähgesänge in Wolfsburg aus der Gästekurve von uns gab gegenüber Pogatetz. Und ja, den Schmähgesänge damit zu kommentieren, dass es Arschlöcher sind, dann ist es eigentlich gehopst wie gesprungen. Also dann lohnt es sich auch eigentlich nicht mehr, den moralischen Zeigefinger zu erheben. Die Folge dieser Auseinandersetzungen? Die Rote Kurve, der Dachverband der Fans, löst sich auf. Wir hätten darüber gerne mit Martin Kind gesprochen, aber er wollte nicht. Und auch der Fanbeauftragte von 96 darf nichts dazu sagen. Ich denke, es geht schon im gegenseitigen Verständnis voneinander los. Das Gefühl jeweils für die andere Seite. Ich kann jetzt erstmal nur von Fanseite aus sprechen und da hat man schon oft das Gefühl, dass ja, so Leute wie wir, ticken, dass es einfach ein seltsames Wesen ist. Ja, dass wir ehrenamtlich mit so viel Leidenschaft und emotional bei bestimmten Themen, wo manch einer vielleicht denkt, so Mann, das ist doch absolut unwichtig für das Spiel, dass wir da so mit Herzblut teilweise dabei sind. In Hannover bereitet sich die Polizei auf das Spiel gegen Mainz 05 vor. Detlef Kofbringer, genannt Kofi, ist Kriminalbeamter und Konfliktmanager. Kofi ist seit 2009 bei Fußballspielen für die Auswärtsfans zuständig. Die Initiative kam von der Universität Hannover, nicht vom Verein. Es geht um Deeskalation. Kofis Einsatzbereich endet an der Stadiontür. Drinnen sind der Verein und somit die Ordner zuständig. 100 Kilometer vor Hannover. Aber geht weiter. Mittlerweile hat er 6 weitere Kollegen. Denn der Versuch ist gut bei den Gästefans angekommen. Kofi ist selbst ein großer 96-Fan. Hallo, herzlich willkommen in Hannover. Er liebt die Spannung. Nicht nur im Stadion, sondern schon draußen mit den Fans. Das Gefühl ist, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ne? Wenn man also, ich sag mal, so 600, 700, 800 teilweise Fans hinter sich hat in einem Fanmarsch, vom Bahnhof dann zum Stadion und ich gehe dann so vorweg. Und die gehen so ganz brav, sag ich einfach mal so hinter mir her und singen ihre Lieder. Die zeigen sich natürlich ja bei uns in der Stadt, ist ja klar. Ne? Aber das ist unglaublich, da kriegt man teilweise Gänsehaut, das muss ich sagen. Ja. Schön. Schönes Wetter haben wir, alles entspannt aus unserer Sicht. Mit die wichtigsten sind die Herrschaften in den Roten Westen. Also wenn es irgendwo Ärger geben sollte, ist immer gut, vorher miteinander zu sprechen, bevor wir übereinander reden. Ne? Insofern, die sind immer präsent im Gastfanblock. Ansonsten haben sie ja, glaube ich, auch unsere Faninfo bekommen mit der Telefonnummer. Also wenn es irgendwie Ärger geben sollte, sind, glaube ich, aus unserer Sicht die Kontaktdaten ausgetauscht. Und wie sind seine Erfahrungen bisher? Sicherlich gibt es mal hier mal so kleine Scharmützelchen oder... Aber im Grunde genommen nicht, nein. Außer das Pokalspiel gegen Dynamo Dresden. Das ist natürlich eine unrühmliche Ausnahme. Das war ja die Hölle hier, aber das war auch die einzige Ausnahme, die wir hatten. Nicht nur die Dresdner Ultras sind ein Problem. Ich spreche mal von unseren Ultras hier in Hannover, dass da eine Tendenz zu erkennen ist, momentan, wo diese Leute schwer ansprechbar sind,
wo sie auch sehr viel Pyro zünden, auch in fremden Stadien. Letzte Woche war es ja auch wieder so. Da könnte man natürlich denken, es wird schlimmer. Ja, Fakt ist aber, die Leute werden jünger und es werden immer mehr. Gut für die Liga, denn sie hat nicht nur die Lizenz am Spiel, sondern vermarktet auch den Fan, obwohl sie das nicht offen sagt. Es stehe auf der Eintrittskarte, doch wir haben es nicht entdeckt. Wir zeigen die Bilder der Fans im Stadion hier nicht, denn dafür möchte die DFL Geld. Sie hat das Hausrecht vor und während des Spiels. Ja, das war's. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt kein Lizenzrecht am Fan. Punkt. Das ist eine Diskussion, also da muss ich Ihnen offen gestehen, das ist jetzt, sollte jetzt nicht unter Gesprächsgegenstand sein. Die Ultras sitzen noch auf der Treppe und machen da Gruppenbild mit Dame. Die zentrale Informationsstelle Sport führt seit Jahren Statistiken über Gewalttaten und Verletzungen im Fußball. Die Datei Gewalttäter Sport ärgert die Fans besonders. Es war noch nie in einem Fußballstadion so sicher wie heute. Solange aber von der deutschen Informationsstelle Sportgewalttaten keine Differenzierung vorgenommen wird, welche Gewalttaten werden wirklich von Fans gegen Fans verübt und welche Gewalttaten werden von der Polizei gegen Fans verübt, ist es aus meiner Sicht sehr schwierig, auseinander zu klabüstern, wer denn eigentlich Gewalttaten begeht. Die Mainzer Fans waren ja, gute Gäste, haben sich auch als Gäste benommen. Es waren überhaupt keine Probleme hier. Im Gegenteil, sie haben sich gar noch bedankt eben bei uns für den Service. Rundum zufrieden. Ich verstehe eins nicht. Die Politik und auch der DFB erzählen uns mindestens seit 2006, wir haben die sichersten Stadien in Europa. Die Politiker reden immer davon, dass es ja nur eine Minderheit sei, die diese Probleme, angeblichen Probleme verursacht, dann frage ich mich, warum ein DFL-Sicherheitspapier, warum erhöhte Repression, wenn wir doch so sichere Stadien haben und es nur eine Minderheit ist. Geben Sie doch erstmal dieser neuen Struktur eine Chance und dann können Sie ja im Nachgang immer noch kritisieren, wenn es nicht funktioniert hat. Also ich sehe nach wie vor so, dass diese Eingriffe teilweise Eingriffe in die Grundrechte sind und ich sage immer wieder, dass ein Fußballfan seine Grundrechte nicht am Stadiontor abgibt. Und jeder, der heute am Fernseher sitzt und sich über die Verschärfung der Gesetze gegenüber Fußballfans freut, sollte sich überlegen, dass das gleiche Gesetz möglicherweise ihm gegenüber auch bei der Wahrnahme des Demonstrationsrechts, bei der nächsten Demonstration gegen was oder für was auch immer auch angewandt werden kann. Und insofern geht es meines Erachtens bei diesen Gesetzen immer nur um Repression gegenüber einzelnen Personen, die aber dann auch auf andere Sachverhalte ebenfalls auch ausgedehnt werden kann. Die Ultras und aktiven Fans sind zum Streitobjekt von Vereinen, Verbänden und Politikern geworden. Manche möchten sie ganz aus den Stadien verbannen. Andere sagen, wir brauchen sie, sonst haben wir bald keine Stimmung mehr, wie in England und Italien. Wir standen bis zum Ende da und haben gesagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht Sachen entscheiden, ohne einen Dialog geführt zu haben. Das gehört sich nicht. Das ist einfach hinterhältig. Ihr seid überhaupt nicht die richtigen Ansprechpartner dafür. Viele Sachen liegen im Zuständigkeitsbereich des DFB. Und argumentativ muss man halt sagen, dass auch die Antworten der DFL extrem schlecht waren. Sie haben sich schlechter verkauft als die Fans. Und konnten am 12.12. halt eine extrem abgespeckte Version bloß noch präsentieren. Ganzkörperkontrollen, V-Leute in den Kurven haben unter anderem die Fans wütend gemacht. Die Umsetzung des Sicherheitspapiers überlässt die DFL den Vereinen. Ich muss bloß den Mittelteil sozusagen wieder. Die Spitzen. Ich bin überraubar, muss so aussehen. Ich bin überraubar, genau. Ich bin über Andreas Rettich, den ehemaligen Manager. So. Du musst ja davon wegkommen, dass alle immer so gesichtslose, anonyme Schläger sind. Also du distanzierst dich von den Vorwürfen, dann erklärst du, wer du eigentlich bist, dass du total lieb bist und immer friedfertig. Und dann kommt der Hauptteil, wo du die ganzen Scheiß in den Tag schillst. Ich meine, wäre genauso ein Spaß, wenn man sich komplett von Gewalt distanziert. Du kannst ja nicht. Ich meine, die Gesellschaft ist ja komplett voller Gewalt, aber wieso soll ich mich dann davon distanzieren? Ja, du kannst aber sagen, zwischenmenschliche Gewalt. Ist ja so. Eine zwischenmenschliche Gewalt kannst du einfach. Also jemand wie Marvin zum Beispiel, der sollte sich jetzt schon komplett von Gewalt distanzieren. Ja, aber kann er doch nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die Soldaten und was. Und mit Gewaltmonopol der Polizei, da kann man sich doch nicht komplett von Gewalt distanzieren. Aber zwischenmenschliche Gewalt, habe ich auch so geschrieben. Ich habe. Darf ja nicht die Gewalt, das ist Kapital kritisieren, auch nicht die Gewalt. Bei jedem Zusammentreffen diskutieren sie über Köln. Und Marvin fragt sich, ob es Auswirkungen auf die Zeit nach seinem Medizinstudium haben wird. Die Kriminalisierung der Fans hat dazu geführt, dass sie erstmalig mit 57 Vereinen eine große gemeinsame Fanaktion durchgeführt haben. Also für mich ist so
Stuttgart so eine total inkonsequente Gruppe. Die sind halt immer noch diese großen Ansprüche, die sie früher halt auch wirklich vertreten konnten, weil sie halt so eine krasse Gruppe sind. Aber jetzt so, auch in der 12-12-Kampagne und so, wo sie dann halt sagen, eigentlich einerseits, ne, die haben halt wirklich da nicht ihre eigene Meinung versucht durchzudrücken, obwohl sie eigentlich ein ganz typischer Verein sind, die permanent versuchen, ihren Einfluss beim Verein geltend zu machen und so. Ist das so anders als Nürnberg oder so, die immer sagen, dass sie eine Oppositionsgruppe sind sozusagen. Auch Union Berlin galt einst als Problemverein. Doch beide Seiten wissen, dass sie sich brauchen. Ja, wenn ich jetzt in die jüngste Vergangenheit gucke, ist es glaube ich schon besonders, dass wir unser Stadion irgendwie mal selber gebaut haben, dass wir danach das Stadion in eine Aktiengesellschaft umgewandelt haben, die Aktien selber gekauft haben. Und dass wir vielleicht auch der DFL gesagt haben, dass wir nicht alle toll finden, was sie uns vorgeschlagen hat. Ich denke mal, gerade den Weg, den wir beschritten haben in den letzten 10 Jahren, wäre ohne diesen Fans einfach nicht möglich gewesen. Ja, und dadurch, dass wir eben halt doch sehr nah dran sind jetzt oder sehr nah durch eben halt auch die Tiefschläge, die wir eben halt hatten, verbandelt sind, war es um ein Vielfaches einfacher, eben halt gewisse Dinge eben halt zu realisieren. Ja, und genau eben halt heute dastehen, wo wir sind. Aber gerade die deutsche Ultrakultur ist extremst unterschiedlich. Also es gibt von Gewaltverneinung bis komplett Gewaltorientierung, gibt von Gruppen, die sich sehr auf große Choreografien besinnen, welche, die viel Vereinsarbeit machen, andere, die eben ihr eigenes Ding durchziehen und sehr konsequent irgendwie sind in ihrem Handeln. Also da gibt es einfach keine Definition. Und dann muss man sehen, dass in diesen Gruppen es auch überhaupt keine homogene Masse sozusagen gibt. Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man Ultra vielleicht reduzieren kann, ist, dass er ein sehr treuer Anhänger eines Vereins ist. Es könnte einer der letzten Stadionbesuche gewesen sein. Jetzt hat Marvin es schwarz auf weiß. In dem Brief steht quasi drin, dass mir angedacht ist, gegen mich ein Scheinverbot auszusprechen, weil es ja polizeiliche Informationen sozusagen weitergegeben wurden an den 1. FC Köln. Für mich ist ein extremer Schlag ins Gesicht quasi auch. Also ich habe jetzt bloß auch das ganze Wochenende extrem, war ich deprimiert. Ich habe es auch schon in Leipzig gemerkt, dass ich dann irgendwie von der Mitbewohnerin meiner Freundin und so extrem genervt war. Bei allem Verständnis für Fanbelange. Aber wenn hier Straftaten begangen werden und alle, die da drum herum beteiligt sind, im Sinne von Mitwisserschaft, ja, und sich hier zurücklehnen und sagen, ich möchte hier dann aber niemanden denunzieren, dann geht das in die falsche Richtung. Auch die Fanszene in Hannover ist sehr aktiv. Und die Ultras machen da mit. Seit Jahren engagieren sie sich gegen rechts. Der Antirassismus-Cup der Roten Kurve ist nur eines von vielen Projekten. Kai Tippmann, dieses Jahr Gast, liest aus einem Buch der italienischen Ultrabewegung. Währenddessen wird die Prügelei mit den Scootern aus Bergamo zum Fernsehspot gegen Stadiongewalt. Politiker werden ihn verwenden, um die Einführung neuer Maßnahmen zur Gewaltprävention zu rechtfertigen. Das sind Spezialgesetze, die sich nicht mehr an den Grundsätzen der staatsbürgerlichen Rechte und in Demokratie orientieren. Für was stehen also die Fußballfans? Für nationale Bedrohung oder Spaß in der Kurve? Also der Aufwand ist schon relativ groß. Es sind jetzt geschätzt knapp 30.000 Patten, die wir verteilt haben. Das 96-Logo wurde quasi mit so einem Maßband gemacht und dann wie früher in der Schule mit einem Zirkel. Einer geht rum, der andere steckt ab. Und die restlichen 30, 40 Leute füllen das dann eben aus. Und dann am Ende sind wir mit dem Bild belohnt worden. Das war sogar die letzte, weil danach quasi der Verein die Maßnahmen nach dem Dresden-Spiel umgesetzt hat, dass für die Choreo-Vorbereitung das Stadion nicht mehr vor dem Einlass, vor dem offiziellen Einlass betreten werden darf. Und damit sind solche Aktionen natürlich nicht mehr möglich. Es gab ja die Fanrunde letzten Februar. Da war halt an sich die Vorstellung des Maßnahmenkatalogs geplant. Und ein Teil halt war auch Gedanken von Martin Kind, was passieren könnte, um die Situation mit der Stimmung zu verändern.
Und das Angebot von Martin Kind war halt zur Kompensation, wenn die Ultras, sag ich mal, das Stadion verbannt wären, dass es dann 100.000 Euro gibt, damit wir Stimmung organisieren als Rote Kurve. Das wäre das Ende des Fußballs, so wie wir ihn kennen. Also das ist ein weiteres No-Go, um seine Bundesliga nicht weiter zu unterstützen, das Produkt. Für die Menschen, die noch kämpfen gehen, auf Demos hinter Transparenten stehen, auch wenn die Cops schon die Knüppel in die Hände nehmen, für die, die stempeln gehen. Den Abschluss macht ein Hamburger Rapper. Alle, die illegalisiert. Wir besuchen Marvin in Leipzig, wo er Medizin studiert. Die Problematik ist, dass sich ganz junge Menschen häufig gar nicht der Tragweite ihrer Handlung bewusst sind. Und wenn sie in Gewahrsam genommen werden, dann können wir sie halt nicht ohne weiteres rausholen, weil sie dürfen eigentlich nur von ihren eigenen Verwandten wieder ausgelöst werden, also von ihren Erziehungsberechtigten. Und es gibt ja nicht nur Situationen, wo man selbst verschuldet in derlei Gefahren sich begibt, sondern manchmal kann man ja einfach nicht mit der Blödheit der anderen rechnen oder mit der Einsatztaktik des Polizeipräsidenten. Und das ist ja genau das, was wir auch als Arbeitsgemeinschaft Fananwälte immer kritisieren, dass also quasi eine Gesamtschuld ausgesprochen wird auf die gesamte Masse der Fußballfans, weil möglicherweise Einzelne etwas getan haben. Und da muss man natürlich juristisch gegen vorgehen. Nur leider ist es sehr schwierig, dagegen vorzugehen, weil natürlich unsere Mandanten junge Fußballfans sind, die sind Studenten, die sind Auszubildende, die haben natürlich meist auch kein Geld, sich dagegen zu wehren. Und deshalb müssen sich Ultras damit beschäftigen, auch wenn sie eigentlich nicht die finanziellen und auch organisatorischen Mittel manchmal haben, um das Thema eigentlich wirklich gekonnt anzugehen, finde ich. Man kann nicht viele Vorteile für sich in Anspruch nehmen, die ja nun zugegebenermaßen, das ist ja nun bekannt, auch die Ultras genießen. Ja, wenn ich daran denke, an Lagerungsmöglichkeiten, an Subventionierung von Eintrittskarten und. Also, das sind ja viele verschiedene Standorte, die ja am Ende besondere Regelungen haben für die Fans, die auch besonders viel Leidenschaft und Unterstützung dem Verein entgegenbringen. Es ist das letzte Spiel der ersten Bundesliga. Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. Für 96 geht es um nichts mehr, aber Düsseldorf könnte absteigen. Kofi ist auf dem Bahnhof, um die Düsseldorfer Fans in Empfang zu nehmen. Ich sag mal, die sollen sich einfach vernünftig benehmen im Stadion. Mehr wollen wir doch gar nicht. Dann wäre ja alles prima. Ne? Das wäre die einfachste Sache der Welt. Keine Pyro, was verboten ist, haben wir ja auch schon mal lange drüber gesprochen. Ne? Das ist nun mal so. Und wenn die das alles weglassen, wenn sie auch Schmähgesänge weglassen würden, das wäre doch top. Sollen die den Verein unterstützen, sollen die Mannschaft anfeuern? Ja, das wäre ja das Traumbild. Währenddessen bei den Fans der Roten Kurve von Hannover 96. Transparente zeigen ihren Unmut. Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen. Nächstes Jahr zweite Liga. Bei den Fans und den Spielern ist die Enttäuschung groß. Und dann bricht der Frust heraus und liefert genau die Bilder, die keiner will. Ich bin froh, dass der Tag vorbei ist. Ich bin also jetzt wirklich, wirklich froh. Andererseits auch, dass mir selber nichts passiert ist. Ich war auf einmal mittendrin in der Linie da. Ich musste aufpassen, dass auch unsere Pferde mich nicht umrennen. Man hat ja nicht überall Augen. Dann die Ultras aus Düsseldorf, da stand ich auf einmal mittendrin. Die rannten links und rechts an mir vorbei. Da weiß man nie, was man abkriegt, von hinten, von vorne, von der Seite. War schon ein mulmiges Gefühl. Also Glück gehabt diesmal. Die Fête de la Musique in Hannover. Hier hat die Rote Kurve einen Stand. Ein kleiner Vorgeschmack auf ein großes Musikfestival zu Saisonbeginn im Stadion. Tja, Anleitung, ne? Ich glaube, wir improvisieren jetzt einfach. Da steht an jeder Ecke so einer und dann soll man ihn vorsichtig aufziehen. Katrin, kannst du mal helfen dann? Du ganz sicher jetzt einfach aufziehen, ne? Alle müssen anfassen und irgendwann steht das Ding auch. Und da der Verkaufsstand. Alles klar. Spaß gegen Stumpf ist ein Projekt von der Roten Kurve. Wir hatten jetzt extra nicht irgendwie Spaß gegen Nazis genommen oder Spaß gegen Rechts, weil uns vor allem auch noch das gesamte Umfeld immer wieder interessiert. Eben der ganze Stumpfsinn, der quasi auch
mit rechten Parolen kokettiert. Das hast du halt im Fußball, ist es gang und gäbe in den Stadien, vor allem in den 80ern und 90ern. Und ja, es war dann eine Handvoll Leute, die einfach 2006 das Spaß gegen Stumpf aus dem Boden gestampft hat. Und hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass es das jetzt immer noch gibt. Es ist der Verdienst von aktiven Fans und Ultras in Hannover, dass rechte Gesinnung im Stadion keinen Platz mehr hat. Umso größer ist der Frust, wie der Verein mit ihnen umgeht. Es ist das Herzensprojekt der Gründungsmitglieder der Roten Kurve. Dressis Frau sitzt sogar im Aufsichtsrat von Hannover 96. Doch auch sie konnte nichts gegen die Schließung des Fanladens unternehmen. Jetzt ist ihr Mann arbeitslos. Es ist nicht selbstverständlich, dass Ultras und aktive Fans vor eine Kamera gehen. Es ist viel kaputt gegangen im letzten Jahr. Es wäre einfach mal so wunderschön, wenn alle Protagonisten, die Politiker, die Leute, die für die Sicherheit beim Spiel zuständig sind, wenn die einfach erstmal ein realistisches Bild vom Fußball an sich zeichnen würden. Und dann kann man ja definitiv zu dem Schluss kommen, dass es genug Punkte noch gibt beim Fußball, die man verändern kann. Auch in Sicherheitsfragen, dass hier bei 50.000 Zuschauern nur Engel im Stadion sitzen, das ist ja Schwachsinn. Für die größte Fanaktion gibt es eine Auszeichnung. In Düsseldorf soll Marvin sie entgegennehmen, obwohl er vielleicht demnächst Stadionverbot hat. Ist ja immer eine bizarre Situation, ganz einfach mit der Fußballprominenz und mit Leuten, die denken, dass sie die Prominenz sind, eben zusammen einen Abend zu verbringen. Da der Fußball eben so ein mediales Interesse inzwischen erzeugt, muss man halt auch als Fan solche Veranstaltungen mitnehmen und auch wieder da auf Fan-Themen aufmerksam machen und sagen, dass die Stimme der Fans wichtig ist. Die Zeitung Elf Freunde verleiht Preise an Hochkaräter im deutschen Fußball und an einen Fanprotest, der Wirkung zeigte. 12 Minuten und 12 Sekunden Schweigen in den Stadien. Michael Oenning hält die Laudatio. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und 12 Minuten, 12 Sekunden Schweigen. Und dann passiert es. Der Ton ist weg, als wirke der Protest noch nach. Ohne Stimme keine Stimmung. Marvin und Jan-Henrik von Borussia Dortmund, zwei der Ideengeber, macht die Auszeichnung nachdenklich. Also am 12.12., als wir dann mitbekommen haben, dass viele Vereinsvertreter sich gegen die Interessen der Fans entschieden haben, waren wir schon sehr enttäuscht. Trotzdem glauben wir, dass wir, obwohl wir die Taliban der Fans sind, gezeigt haben, dass wir auch durchaus zur Diskussion offen stehen und dass wir vor allem gezeigt haben, dass wir einfach ein wichtiger Teil des Fußballs in Deutschland sind. Können wir mit dem Laudato nach vorne kommen? Mit dem Laudato. Herr Reif, beide mal zusammen? Ja, beide zusammen. Das sind, ja, natürlich hat es genau gepasst, könnte man so sagen. Ist natürlich vielleicht schade, wenn ein, zwei Leute dann das Gespräch danach nicht so richtig verfolgen konnten aufgrund der Akustik. Aber hatte quasi auch eine Symbolik für sich. Feiern können sie schon zusammen. Vielleicht auch bald wieder reden? Allen Fußballbegeisterten wäre das zu wünschen. Also ich muss Ihnen sagen, dass ich